Hallo Leute und willkommen hier zurück bei Amnesia Mission for Pigs. Wir sind letztes Mal hier runtergegangen und müssen jetzt mal schauen, wie es hier weitergeht. Es ist auf jeden Fall hier so eine Röhre. Jetzt müssen wir uns für links oder rechts entscheiden, aber ich vermute mal, wenn man da runterfällt, ist das nicht so toll. Also gehe ich mal lieber hier entlang. Das sieht deutlich angenehmer aus. Aber ich habe anscheinend gar keine Wahl. Scheinbar muss ich den Weg nach unten wagen. Na, das ist echt super. Ah. Ja, hier wäre es, glaube ich, deutlich angenehmer gewesen. Gut, kann man nie vorher wissen. Wir holen uns schon wieder. Ach, guck mal. Hier gibt es noch eine Leiter. Gehen wir mal runter. Alter, ich sehe absolut nichts, nur ganz wenig. Wieso baut man sowas eigentlich? Wieso baut man sowas, ja? Was hat das denn für einen Vorteil, wenn man hier so ein... Naja. Also ich weiß ja nicht, für was dient das denn hier? Oh, wir haben zwei Möglichkeiten, Leiter nach unten zu gehen. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Ist wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich sowieso auf selbe hinaus, also... Wahrscheinlich können wir jetzt gleich da auf der rechten Seite die andere Leiter sehen. Das macht wahrscheinlich überhaupt gar keinen Unterschied. Oh, ja, hui, wow. Okay, super. Das finde ich, ist so ein bisschen der Beweis dafür, dass den Entwicklern die Ideen gefehlt haben. Sowas, ja, weißt du? Das ist, finde ich, ein gutes Indiz, dass die Entwickler einfach keine Idee mehr hatten, wie sie es weitermachen sollen. Wenn man den Spieler vor Wahlen stellt, die am Ende auf selbe hinauslaufen. Und ich finde, dann sollte man es einfach komplett sein lassen und den Spieler überhaupt vor gar keine Wahl stellen. So, wir gehen jetzt hier ins nächste Level. Scheinbar. Von Ebbe zu Rückgrat. Und wer ist dieses Dritte? Dieser Schatten, das Geisterkind im Hintergrund. Das kaum ausgestaltete, dieses Wechselbalg. Das fast lebte, das nie verfehlte. Okay. Gut. Oh, das sieht auch schon mal herzallerliebst hier aus, muss man sagen. Wir müssen jetzt ganz schön tief in der Maschine sein, also guck, wir hören uns das mal an. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Manuel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Aha. Okay. Na gut. Ja. Andere Wahl haben wir ja nicht, als hier lang zu gehen, ne? Hier gibt es auch nichts Besonderes. Die Lampe ist rot. Dies müssen die Bilgepumpen sein, das Kernstück der Bemühungen des Saboteurs. Zum Schutz seiner Überschwemmung muss er diese enormen Pumpen deaktiviert haben. Offensichtlich war er aber in Eile, denn bislang hat er meistens schlampig gearbeitet und sich darauf beschränkt, alles, was er finden konnte, auszuschalten. Wenn ich die Steuerung finde, kann ich dem mit Leichtigkeit Abhilfe schaffen. Ich frage mich echt, ob wir es überhaupt wollen, dass die Maschine wieder zum Laufen gebracht wird. Ich meine, ganz ehrlich, was... Scheißding. Ich hasse es.
Also man muss echt sagen, dieses Spiel ist echt größtenteils ein Walking Simulator, muss man echt leider sagen. Es ist nicht wie so ein richtig... The trickle to still waters. I dragged myself deeper into the temple, downward ever, towards a wind that held the voices of my children, beckoning me to set them free. Ich frage mich, wer hat denn dieses ganze Zeug hier eigentlich gebaut? Wer zum Teufel hat das verdammte Riesenwichsding gebaut? Das kann ja nicht allein Mendes gewesen sein. Das ist Wahnsinn. Ha. Also ich weiß nicht, ich finde im Vergleich zu einem richtigen Game von Frictional ist das hier halt einfach echt schwach. Es ist einfach nur ein Walking Simulator, ja? Also es ist... Man hat so wenig Interaktionsmöglichkeiten. Die Gruselatmosphäre passt nicht. Es ist einfach... Was war das jetzt? Sollte wahrscheinlich auch wieder ein Jumpscare sein, aber es funktioniert halt einfach nicht. Die angewandten Methoden des Gruselns passen einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Weil halt auch The Chinese Room eigentlich eher ein Walking Simulator Entwickler ist. Ja, ein Entwickler von schönen Geschichten. Everybody's Gone to the Rapture war ja so ein Spiel zum Beispiel, so ein klassisches The Chinese Room Game. Und das sieht man halt hier auch einfach, ja. Es ist größtenteils halt einfach nur... Was haben wir hier? Einfach mal machen, kann ja nichts schief laufen. Muss das rote Licht so leuchten oder war es vielleicht doch ein Fehler? Naja, gut, gucken wir mal. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir das gemacht haben. Ha? Ich kann es auch nicht mehr benutzen oder anfassen. Was ist das? Ich hoffe, wir haben den Pumpenbetrieb, müssen alle Räder korrekt platziert sein. Sieht doch so aus, als ob hier alles läuft, oder? Pumpenhauptraum. Noch eine Pumpe und wieder muss ich sie anwerfen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in einem großen Spiel gefangen bin und für die versprochene Belohnung meinen geliebten Kinder endlose Herkulestaten verrichten muss. Ja, hast du ja nicht ganz Unrecht, ne? Nur, dass das Spiel nicht groß ist. So. Okay, das ist so ein Apparello. Okay, damit hätte ich jetzt eher weniger gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann ja nie wissen. Okay, damit habe ich jetzt echt eher weniger gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, gut. War doch mal Abwechslung. War doch mal schön. Wenn ihr in dem gesamten Spiel mehr davon eingebaut hättet, dann hätte es vielleicht sogar besser werden können. Das war wirklich was Gutes, weil es kam unerwartet. Man hat es nicht vor... Man hat es nicht kommen sehen. Ja. Und das, was man nicht kommen sieht, das ist das Schlimmste. Ja,
Hier müssen wir wieder dran drehen und dann geht die Anlage hier wahrscheinlich wieder an. Diesmal funktioniert es aber nicht. Okay, das heißt, wir müssen noch irgendwas anderes machen. Vielleicht... Ah, das Zahnrad sitzt nicht. Die Zahn... Das ist ein klassisches Frictional. Zahnräder suchen. Zahnräder zusammensetzen. Und schon funktioniert's. Hätte nur ein bisschen ausgiebiger sein können als direkt daneben und 2 Meter davon entfernt, aber es war in Ordnung. Es war in Ordnung. Oh, man kann es wieder zumachen. Bringt aber nichts, wenn ich es wieder zudrehe. Okay. Alter, die Zahnräder machen ganz schön Krach. Okay, wir müssen hier also runter. Haben wir jetzt die Pumpen. Okay, wow. Und was kann ich jetzt hier machen? Nicht? Gar nicht? Ernsthaft? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Man fällt da einfach rein und dann muss man wieder rausklettern. Ich verstehe es manchmal nicht, Leute. Es ist echt komisch. Das ist ein komplett absolut optionaler Raum. Der komplett abseits des Geschehens einfach irgendwo steht, wo man runterfällt und wo man wieder rausklettern muss. Das macht gar keinen Sinn. Seltsam. Echt komisch. So. Die Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht vor Begeisterung, auch wenn sich mir alles dreht und ich in fiebriger Erwartung erschaudere. Wie diese Maschine nun ihre unmittelbar bevorstehende Wiedergeburt spürend um mich herum hämmert. Der letzte Abstieg lockt mich wie Lilly, wie sie einst auf unserem Ehebett lag und mich zum Mann machte. Oho. Ah ja, hört, hört. So, hier kommt man immer noch nicht lang. Okay. Ah, wir kommen jetzt hier runter. Aber wie? Hallo? Wie kommt man denn hier runter, bitteschön? Hilfe? Hilfe! Komme ich denn hier runter? Hilfe! Hebet! Muss ich doch hier lang? Keine Ahnung. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht runter. Hier komme ich auch nicht runter. Hier komme ich auch nicht runter. Und hier oben komme ich auch nicht runter. Ach so, hier. Ja, stimmt. Hehehe. Ja, Mädel. Du Arschwichser.
Du Arschwichser, du, ne? Das kann ja gar nicht sein. So, ja, hier haben wir die Überschwemmung auf jeden Fall beseitigt. Alter, ist das laut. Alter Verwalter. Okay, cool. Alter Verwalter, ist es ruhig jetzt. Fast schon unheimlich ruhig. So, wo geht's jetzt hin? Hauptsystemzugang. Oh, klingt doch gut. Die tanzenden Kinder. Die Stufen sind steil und die Sonne brennt ihm ins Genick, während er sie nach oben zieht. Adern zeigen sich auf seinen Unterarmen, aber er kann nicht abweichen. Er ist ein von Liebe getriebener Mann, nur von Liebe. So. Ein nur von Liebe getriebener Mann ist auch meistens eher nicht so gut. Muss man sagen. Aua, hat mir die Tür selber in die Fresse gehauen. So, okay, was haben wir hier? Hier geht's weiter. Und hier hinten haben wir einen Zettel, den lesen wir mal. 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf mein Bett zusammengerollt. Sie reinigen das Zimmer über mir, aber ich kann nur die Stimme aus diesem unfassbar liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in dem verfallenen Brustkorb anpflanzen. Und sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, als wir in Southampton am Land gingen und wie wir beide weinten, denn es war exakt dieselbe Schändung, von der mir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen Kaminsims und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen zerschmetterten Schädel unter der klagenden Bäuschen der Rhododendren. Okay. Gut, Leute. Ich weiß gerade gar nicht, soll ich noch ein bisschen machen oder soll ich einfach noch eine Folge aufnehmen? Ich glaube, ich mache jetzt hier an der Stelle einen Break und ich nehme einfach noch eine Folge auf. Ja. Also, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hier bei, wie viel Uhr haben wir denn? Ach egal. Amnesia, Mansion for Pigs. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.